Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. Und heute habe ich ein Haul für euch. Und zwar bin ich in Kooperation gegangen mit Journalsee. Und ja, ich bin ganz, ganz begeistert. Die Kommunikation ist mega gewesen. Bei mir war sie über WhatsApp. Und der Shop ist sehr übersichtlich. Sie haben tolle Sachen. Es ist ganz einfach, dort zu bestellen. Und genau, also ich habe jetzt einfach da meine Bestellung abgegeben und dann rechnet er euch den Gesamtbetrag aus. Das heißt, die Steuern kommen dann oben drauf. Ihr braucht deswegen keine Steuern mehr bezahlen und seht dann den Endbetrag. Na, und dann könnt ihr genau sehen, was ihr bezahlen müsst. Dann haben die auch immer Aktionen, also manchmal ist das eben halt versandkostenfrei ab einem bestimmten Betrag oder andere Aktion. Da könnt ihr dann den Newsletter anschalten und dann bekommt ihr da auch immer die aktuellen Informationen drüber. Das fand ich schon mal sehr angenehm. Man wird nicht überschwemmt mit irgendwelchen Sachen, Gewinnspielen etc., sondern wirklich, ja, es ist einfach total gut gemacht und ich habe in der Infobox dann die ganzen Informationen für euch nochmal und bis 150 Euro ist es auch zollfrei. Wenn ihr über 150 Euro bestellt, dann kommt Zoll dazu. Ne, das ist nochmal für euch einfach wichtig zu wissen. Und ja, wir machen das jetzt mal zusammen auf. Ich habe das schon mal reingeluckt, ich war so neugierig. Und ach, ja, allein das Paket ist schon cool. Das kam jetzt auch in so einer Tüte, war aber nochmal mit Noppenfolie angefasst, so dass das wirklich richtig heil und schön hier angekommen ist. Dann ist das hier so ein schöner Karton. Und dann habe ich hier einfach diese Karte. Also ich mache das ja auch immer so, wenn ihr was bei uns im Shop kauft, dann kriegt ihr das ja auch immer so schön verpackt. Und jetzt kriege ich auch mal so ein Teil so schön verpackt. Und ich muss sagen, das ist total klasse. Also da kam dann jetzt noch so eine Karte zu. Danke für deinen Einkauf bei Journalsee. Und alles, also hier, die sind auch auf das ist der Journal Shop. Dann gibt es die noch auf Instagram. Dann ist hier auch noch die Adresse. Und die haben auch eine Telefonnummer. Also ich habe jetzt mit denen, und das fand ich total cool, in Deutsch geschrieben. Und die haben auch sofort geantwortet. Also das fand ich richtig, richtig cool. Weil sonst ist das immer, bricht man sich immerhin ab. Ne? Also man hat ja sonst auch eben halt manchmal eine KI. Das hatte ich jetzt hier nicht das Gefühl. Kann ich natürlich nicht zu 100%ig sagen. Aber ich fand also diesen Kontakt jetzt sehr, sehr angenehm. Dann ist hier zum Beispiel nochmal ein spezieller Code drinne und zwar für den nächsten Einkauf 5% auf dem nächsten Einkauf ist nochmal hier drinne. Und ja, das ist so eine schöne Karte, die dann noch da oben drauf lag. Wie gesagt, die ganzen Sachen findet ihr auch in der Infobox. Die Infobox, wenn ich so firm auf YouTube ist, weil vielleicht bist du auch ganz neu mal auf YouTube. Ne, mir ging das damals auch so. Ich dachte, was ist denn eine Infobox? Die sagen immer, guck da unten hin. Hä? Keine Ahnung. Also, wenn ihr auf meinen Kanal geht, dann kommt ja mein Bild. Dann steht da jetzt zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt dieses Video anklickt, dann steht da zum Beispiel mehr. Und darauf klickt ihr. Dann seid ihr in der Infobox. Manchmal steht dann noch, dann seid ihr in der Produktbeschreibung. Und dann steht noch mal mehr und dann kommen die Informationen. Also da ist dann praktisch mehr, Punkt, Punkt, Punkt. Und da drückt ihr drauf. Ne, dann kommt ihr in diese, in die Information rein. Ne, vielleicht weiß der eine oder andere das nicht. Dann war hier so schön, ach ne, das habe ich falsch rum. So war das. Genau. So, und da war dann diese
diese Blume da drauf gemacht und das so richtig schön in Seidenpapier eingepackt. Und das ist ja, das liebe ich ja, das liebe ich ja. Und diese Sachen durfte ich mir alle aussuchen. Das finde ich total klasse. Und das schauen wir uns mal an. Ich werde das Paket jetzt mal zur Seite packen und dann holen wir das nach und nach raus. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und dann zeige ich euch die Artikel. Also es wird ja ein etwas längeres Video. Holt euch schon mal einen Kaffee, macht mal Pause zwischendurch. Dann könnt ihr das auch in Ruhe genießen. Hier, das sind zum Beispiel diese Klebewaben. Da arbeite ich total gerne mit. Also ich arbeite da lieber mit, als mit diesen viereckigen doppelseitigen Klebepads. Da habe ich so ein Paket mitgenommen. Dann habe ich mir hier so ein Paket mitgenommen. Ich bin jetzt am Überlegen, ich will jetzt nicht immer Stopp machen. Ich packe das jetzt so aus. Es knistert dann hier oder da mal. Stellt das einfach ein bisschen leiser sonst. Ich versuche auch nicht zu doll zu knistern. Aber alles jetzt aus der Tüte raus und dann muss ich ja immer wieder zu und aufmachen. So, das finde ich nämlich auch schön. Das habe ich ja auch schon mit anderen Sachen, die ich bekommen habe. Sowas bewahre ich auf. Das packe ich alles so auf einen Haufen. Und das nehme ich zum Beispiel auch für Junk Journal. Und das ist so eine Klammer. Die ist richtig schön. Da kann ich also so Sachen zusammenklammern. Fand ich richtig, richtig toll mit der Schreibmaschine. Ich muss doch mal gucken, wo ich das so mir hinmache. Dann habe ich so, und hol mir mal so ein weißes Blatt, damit ich das euch da mal so ein bisschen drauf zeigen kann. So. Ihr hört, Barney ist auch wieder da. Genau. Also schaut da ruhig mal rein in diesem Shop. Also die haben wirklich richtig, richtig tolle Sachen. Es war total schwer mit der Entscheidung, was nehme ich denn jetzt alles. Und ja, hier ist auch noch wieder so eine Briefmarke drauf. Es ist auch so süß verpackt. Und solche Tüten, die schmeiße ich natürlich nicht weg. Die ist richtig stabil. Hier ist auch noch so eine Folie bei, die man natürlich auch noch gut gebrauchen kann. Ne, und so eine Tüten, die schmeiße ich ja nicht weg. Die benutze ich immer weiter, weil die haben ja diese Wiederverschließer. Und da kann man Sachen einfach immer wieder reintun. Also ich denke mir mal, dass ich die Sachen auch reintun werde. Und das sind ja so Siegel, aber so toll gemacht. So 1986. Das fand ich einfach toll. So, ist ja richtig rum, ne? Mal gucken, dass ich die auch alle richtig rum mache. Dann zeige ich euch die gleich nochmal in die Kamera. So, ich glaube, ich habe sie alle richtig rum. Schaut euch mal diese tollen Siegel an. Sind die nicht cool? Die finde ich richtig cool. Und das dann so auf dem Umschlag drauf. Mal gucken, ob ich vielleicht auch Teil 1 und Teil 2 mache mit dem Video, weil ich würde euch gerne alles zeigen. Und hier, die sind natürlich selbstklebend, gehe ich mal von aus. Ja, da ist eine Klebeschicht drauf und dann, das sieht doch edel aus, ne? Wenn man das so auf dem Briefumschlag macht. Cool, ne? Ja, ich denke mir mal, ich werde vielleicht Teil 1 und Teil 2 machen. Ich muss mal schauen. So, ja. Die werde ich jetzt aber da nicht in die Tüte wieder rein machen. Oder ich mache das so. Ich mache ein paar Tüten auf und dann mache ich kurz Pause. Dann wird das doch nicht so knistert. Finde ich eigentlich nicht so schön. So, jetzt habe ich schon wieder so ein paar Sachen aufgemacht. Dann muss ich nicht immer knistern. Das ist jetzt die Verpackung. Finde ich auch, die finde ich auch schon total cool, ne? Und dann schaut euch, sieht das nicht toll aus? Da bin ich schon am Überlegen, ob ich die eventuell in meinem Puppenhaus auch benutzen kann. Also die sehen ja so toll aus und dann an die Fenster zu machen, das muss ich nachher erstmal mir angucken. Dann auch hier, und das ist, da kann man natürlich auch richtig toll nochmal so ein
so einen Stein drauf machen. Also wie viel sind das denn? 4, 5, 6. So richtig schöne Die-Cuts. 7, 8. Hier so alleine mit dem Bommel hier so in der Mitte, ne? 9, 10. Ja, das werde ich nachher mal halten, dran halten, ob das so geht. Das finde ich eigentlich ganz toll. Die sehen auch so echt aus, dass, ja, wie gesagt, das werde ich mal in dem Puppenhaus probieren. Ich bin dann noch nicht weitergekommen. Ich habe einen Teil jetzt tapeziert. Ich habe die unteren beiden fertig tapeziert und das Badezimmer halb tapeziert. Und den anderen Raum muss ich auch. Ne, das Video zeige ich euch dann demnächst auch. So, und hier sind wieder diese Sticker und auch hier diese Verpackung ist einfach so schön. Deswegen lasse ich das ja auch alles so in den Verpackungen drin. Ne? Das ist doch noch ein bisschen anders. So, ich glaube, ich muss mal die Lampe anders machen. So. So. Genau. Dann scheint sie da nicht mehr so rein. Ich glaube, das ist nochmal, ja, das sind die gleichen jetzt hier. Dann nochmal so andere. Und das kann man natürlich richtig schön jetzt auch für Weihnachtskarten benutzen. Mal gucken, das ist auch doppelt. Und der ist doch doppelt. Ne, das ist noch ein anderer. So. Dann so einen noch. Also die sind wirklich richtig, richtig schön. Ich liebe ja diese Sticker. Und die überall gut mit benutzen kann. Auch so mit Collagen. Später. Ja, wir machen da jetzt ein gemütliches Video draus. Ne? Ich finde es schon immer so schlimm, dass es bei Aldi an der Kasse immer so schnell gehen muss. Man kann gar nicht so schnell einpacken, wie die das so rüberschieben. Man muss immer aufpassen, dass das nicht vorne wieder runterfällt. Ich meine, die Verkäufer können da nichts für, die sind ja auch angehalten. So, dann habe ich hier so ein Set mitgenommen. Ist natürlich auch mega. Ich guck mal, ich nehme euch mal ein bisschen weiter ran. Andersrum. Genau, mal gucken. So. Ich euch noch ein bisschen. Ja, so. So, dass ich das da ganz drin habe. So. Genau, dann ist das so drin, könnt ihr das vielleicht besser sehen. Und hier sind richtige Die-Cuts, das sind richtig so eine Papp-Dinger. Das ist natürlich genial für Alben basteln. Also Schatzel, das ist was für dich hier, was ich hier mitgenommen habe, so wenn du jetzt mal so ein bestimmtes Album machst. Ne, das muss dann ja auch so ein bisschen junkig sein. Aber auch für Karten. Da werde ich eine Karte mit euch machen, eine Männerkarte. Ne, da habe ich schon eine Idee, wenn man dann eben halt so eine Pop-Up-Karte macht, eben halt mit so einem Tisch nach vorne, ist total einfach. Und dann so eine Werkzeugbank und dann das so ein bisschen an die Wand macht, da kriegt man eine richtig tolle Männerkarte raus. Und ja, die Preise sind auch cool, ne? Also kann man überhaupt nicht meckern. Tolle Preise sind da. Und das sind immer so außergewöhnliche Teile. Ne? Dann sind hier nochmal, so ein paar packe ich hier nochmal so drauf. Das sind einfach alles so außergewöhnliche Teile, die man da kriegt. Ne? Das ist schon richtig toll. Und auch, dass das so eine richtig schöne Pappe ist. Ne? Dass man das richtig toll in Szene setzen kann. Ich kann mir das auch vorstellen, mit diesen Teilen so eine richtig schöne Exklusionsbox zu machen für einen Mann.
Ne, also so eine Männer-Explosionsbox. Vielleicht für einen Gutschein für Werkzeug. Ich glaube, da kann man Männer immer mit erfreuen an Geburtstag, wenn so ein Gutschein für Werkzeug kommt. Und da würde doch so eine Karte sich wirklich anbieten. So, jetzt habe ich schon 3 wieder ausgepackt. Das ist auch so die Verpackung hier. Und dann kann man das so aufmachen. Alleine das ist natürlich richtig toll. Das auf eine Karte. Und dann kann man ja hier noch was einbauen, dass man hier einen Gutschein reinmachen kann. Mal gucken, wann er. Ja, das ist. Müsste man natürlich gucken, weil hier der Griff ist. Griff kann man auch das Stück noch rausnehmen. Bin jetzt find einfach diese Verpackung schon so cool. Und ich habe eine coole Idee. Und zwar diese Verpackung. Wir kommen auch gleich zu dem Inhalt. Aber mich fasziniert einfach diese Verpackung gerade total. Die werde ich mit Magneten auf die Karte setzen. Und dann kann derjenige sich das abnehmen. Und dann kann er das aufmachen. Und dann werde ich hier noch was reinmachen. Und dann ist das wie so eine Gutscheinkarte. Richtig toll. So, und die Teile waren da so drin, ne? Ist jetzt auch mal, also es ist wirklich mal was ganz, ganz anderes und ja, ein bisschen gruselig gerade hier, aber das macht ja nichts, das kommt drauf an, welches Projekt man gerade hat. So ein bisschen, aber für so ein Junk Journal passt das natürlich wieder gut. Dass man solche Sachen da toll in Szene setzen kann. So. Ach nee, ich brauche das ja gar nicht hoch machen. Und da fällt mir jetzt noch mal gerade, wie ich die Brille sehe. Muss ich mal gucken, habe ich jetzt hier was da so hinterpasst. Ja. Zum Beispiel, wenn man die Brille nimmt und dann die Brille so aufsetzt und dann so ausschneidet, auch cool, wenn man da vielleicht dann noch mit Licht arbeitet, das ist natürlich auch mega. Hier ist natürlich, wenn man da mit Licht arbeitet, das ist schon ein bisschen tricky, aber wenn man da vielleicht ein Projekt hat, wo man sagt, oh, das soll doch schon ein bisschen schaurig sein, dann passt das ja auch wieder. So, dann will ich mal gucken. Die kann ich mal alle zusammen machen. Ich hole mir gleich mal meinen Sortierkasten. Ich habe nämlich von der lieben Elli noch einen Sortierkasten geschenkt bekommen. Und da kann ich die Sache dann schon mal nachher gut reinpacken. Aber das hier mit dem Koffer, cool, sag ich euch, cool. So, jetzt muss ich erstmal den Akku wechseln. Also hole ich euch wieder ran hier. So, genau. So, ja, den Koffer, da war ich ja zuletzt, den finde ich einfach richtig toll. So, müssen wir mal gucken, dass ich das mal so ein bisschen zur Seite packe. So, und hier, das sind jetzt alles aus Pappe. Solche Sachen finde ich aber auch mega. Wir werden gleich mal einen davon an den Briefumschlag legen und dann mal gucken, wie das aussieht. Und auch bei sowas ist natürlich immer schön, wenn man Journal macht. Ne? Auch wenn man Alben macht, das geht auch richtig toll. Also ich könnte mir auch für mein Harry Potter Album, was wo ich ja immer noch bei bin, ich habe ja auch da so ganz tolle Karten für gekriegt. Für, also richtig so Postkarten, Harry Potter Postkarten. Die will ich da auch noch mit einbauen. Genau. So, und das ist natürlich auch, es wird auch zur Seite gelegt und aufbewahrt. So, finde ich auch total klasse. Und jetzt gucken wir mal, wenn man da mal so ein Teil nimmt. Also, und man macht das so auf den Briefumschlag drauf. Ne, denn vielleicht noch irgendwie Band darunter. Ne, und ja, ist doch mega, ne? Ich finde das total klasse. Ich finde die auch total schön. So, das ist diese Aufbewahrung, die ich von der lieben Elli gekriegt habe. Die hat 3 Etagen, ist von Karin Jettenmeier. Da kommen die jetzt alle mal kurz rein. Dann habe ich dann auch nachher eine Box, da kann ich dann reingucken,
wenn ich denn irgendwas zum Verzieren brauche. Das finde ich auch schön. So. Und die alle mal kurz da rein. Ich glaube, da kommen nämlich noch mehr. Ja, da kommen noch mehr. So, wir machen aber jetzt erstmal das so. Und das finde ich ein bisschen gruselig, was ich mir hier ausgesucht habe. Das sind solche, ja, so holographische Sticker. Die glitzern in... Ja, der ist ja wieder toll. Das muss man natürlich in Zähne sehen, ne? Also, schon den hatte ich auch schon. Dann hier nochmal so eine Frau. Also, alle zweimal da. Der ist natürlich auch cool, der Baum. Gerade mal überlegen, wenn man das jetzt zum Beispiel auf Pergament macht. Das ist natürlich so. Und dann jetzt eine Karte macht. Wir haben so viele tolle von diesen Sachen hier. Die sind ja von Action, diese Blöcke. Und wenn das jetzt da so eine Karte macht und das dann darauf. Das sieht richtig edel aus. Aber der ist auch nicht gruselig. Ah, der finde ich schon wieder ein bisschen gruselig hier. Aber es sieht richtig cool aus. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, dass es nicht nur glitzert. Also es glitzert natürlich allen Varianten, aber eben halt so richtig schön. Und hier können wir auch nochmal gucken, wenn man sowas so als Mittelpunkt dann auf dieses Transparentpapier setzt. Das ist edel. Edel. Also das finde ich richtig toll. So, die hatte ich euch schon gezeigt. Den auch. Was haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch so einen Löwen. Oh, das ist süß hier. Mit dem, obwohl er rote Augen hat. Das finde ich schon wieder sehr tricky. Sieht man so. Könnt ihr mal so sehen, ne? Ja, es ist schwierig rüberzukriegen in die Kamera. Dass das nicht nur so glitzert. So kann man das vielleicht besser sehen. So. So. Ja. Mega, mega. Und das ist die Karte dazu. Das ist natürlich auch cool. Toller Hintergrund. Ja. Ich glaube, die lege ich mir weg. Und das versuche ich mal mit meinen Stempeln und mit unseren Schablonen nachzuarbeiten. Finde ich toll. So. Die kommen woanders hin. Ich komme nachher wieder in die Tüten rein. So, da habe ich hier schon so einen Stapel. Muss ich mal gucken. Also wie gesagt, es wird länger. Ich möchte euch aber auch unbedingt alles zeigen. So, dann habe ich mir diese Stempel mitgenommen. Das ist ein Set jetzt. Wir werden auch gleich mal einen machen. Und da ist dann auch Papier bei. Ich denke mal, das kann man wunderbar dann auch auf dieses Papier stempeln. Das werden wir gleich mal probieren. Und zwar werde ich das mal mit meiner Stempelhilfe probieren. Ob das auch mit der Stempelhilfe gut geht. Gleich mal testen. Und zwar. Ach nee, dann nehmen wir ja mal gleich so ein Papier. Wenn wir das gleich mal auf dem Papier. Und ich habe ja diese Silikonmatte darunter, wie hier unten, mit die ganzen Sachen runtergefallen. Silikonmatte darunter gemacht, hatte ich euch ja gezeigt in einem Video. So, mal gucken. Ah, ich hätte eigentlich gehofft, dass die... Ach so, ah, da ist eine Schutzfolie drauf. Die werde ich mir aber gleich wieder drauf machen. Und dann klebt er nämlich. Gut, das muss man ja auch wissen. Mache ich mir aber gleich wieder rauf. So, wunderbar. Und Stempelfarbe. Nehmen wir mal, ich mache jetzt mal schwarz. Mal gucken, mein braunes muss ich erst wieder nachfüllen. Ja, wahrscheinlich muss man den das erste Mal abwaschen. Und versuchen wir einmal jetzt. Ja, das Papier sollte eigentlich da bleiben. Ja gut, dann brauche ich das ja auch gleich nicht noch mal stempeln. So,
Ja, richtig schöne Kleckse. Dafür ist das Papier eben halt da. Und das finde ich ja gut, dass man das so machen kann. Und dann, oh, dann geht aber schwer wieder ab hier. Aber ich habe auch nicht so viel Kraft in meinen Händen, muss ich sagen. Und dann mache ich die Folie wieder drauf, damit er dann wieder geschützt ist. Ja, cool. Das finde ich schon mal cool. Also das geht auch mit der Stempelhilfe. Das zu stempeln, mega. So, kann man gleich mal wieder sauber machen. Und nur von der anderen Seite nochmal stempeln. Ja, also man kann auch so stempeln. Und schon ist er wieder sauber. Ja, jetzt habe ich hier die Abdrücke. Das ist einmal dieser Stempel. Und dann ist eben halt Papier mit dabei, wo eben halt dieser Stempel sehr gut drauf passt. Und dann hat man wieder Papier auch wieder für Junction natürlich richtig gut oder für Alben. So, das war einmal dieser Stempel. Dann habe ich mir mitgenommen diesen Stempel hier. Den fand ich auch toll, richtig mega. Und auch hier wieder das Papier. Ach so, das ist scheinbar immer so das gleiche Papier zu sein, was da drin ist, wo die natürlich dann überall raufpassen. Ja, da könnt ihr euch mit solchen Stempel, könnt ihr euch so toll Hintergrundpapier machen. Den fand ich auch ganz toll. Dann habe ich mir noch diesen mitgenommen. Das war ein so ein Set. Da waren die dann alle drin. Ist auch richtig schön mit Tropfen und so ein bisschen Schrift da dran. So, mal gucken, wo ich die nachher alle so unterbringe. Dann dieser hier. Fand ich auch schön, ne? Mit bisschen Schrift. Dann dieses hier. Und den fand ich jetzt auch richtig toll. So ein bisschen wie mit einer alten Schreibmaschine geschrieben, die nicht mehr so richtig funktioniert. Und noch diesen hier. Also wie gesagt, das ist ein Set gewesen, wo die ganzen Stempel drinne waren. So, dann habe ich diesen Stempel mir mitgenommen. Und das ist ein Holzstempel. Ist der nicht cool? Oh, ich liebe ja Holzstempel. Der ist ja so richtig cool. Wollen wir den mal abstempeln? Stempel. Ich habe ja auch noch die ganzen Holzstempel, auch die ich letztes Jahr von euch gekriegt habe. Die sind alle in meinen Setzkasten hier drin. So, probieren wir das mal aus. Also es ist immer gut, wenn man einen Stempel hat, wenn man eine weiche Unterlage hat. Dann lassen sich die Stempel am besten abstempeln. Wir gucken mal, wie der so ist. Ja, cool. Schaut euch das mal an. Ist das nicht mega? Also das ist, da könnt ihr euch ja so ein ganzes Papier, könnt ihr euch alles selber machen. Dann nehmt ihr einfach so einen billigen Block, einen billigen Papier. Hier die, haben wir ja hier diese auch. Haben bestimmt auch viele von euch, ne? Und da kann man das mega draufstempeln. Können wir mal machen, mal gucken, wie es da so drauf wirkt. Damit ihr gleich mal so eine Idee habt. Also ruhig auch immer Designpapier ruhig bestempeln. Auch wenn da Muster so drauf ist. Na, ich glaube, das ist ein bisschen sehr unruhig. Aber hier probieren wir das mal drauf. Wie das aussieht. Und dann macht ihr einfach mit so einem Stempel, macht ihr euch das einfach alles selber und sonst viel Geld für bezahlt für so ein Papier.
Nehmt ihr einfach total günstiges Papier und stempelt euch das selber. Und das sieht so cool aus. Das sieht so cool aus, wenn ihr auch was stempelt, was denn schon eine Struktur hat. Und das könnt ihr dann weiterverwenden. Ja, also das ist auch schon mal mega. So, dann kommt der erstmal hier wieder rein. In seine Verpackung. So, dann habe ich, jetzt drehen wir das mal um, damit wir ein sauberes Blatt haben. Dann habe ich mir diese Stempel mitgenommen. Und das fand ich total cool. Das sieht hier aus wie so Nähte. Und das fand ich richtig toll. Das können wir auch gleich mal auf den nochmal abstempeln. So, jetzt habe ich mir einen Stempel abgenommen. Mein Stempelkissen. Für alle, die vielleicht keine Nähmaschine haben, aber trotzdem gerne den Effekt drauf hätten. Bin ich ja gespannt, wie das so gleich aussieht. Ja, mega. Ist das nicht cool? Ich hoffe, ihr könnt das auch so richtig erkennen. Das sieht richtig klasse aus. Und das kann man jetzt auf der anderen Seite auch machen. Das machen wir einfach mal. Ne, dann sieht das aus, als wenn das links und rechts zusammengenäht ist. Das finde ich ja toll. Kann man so ratzifatzi, hatte man da einfach schöne Effekte. Ja, ist das nicht cool? Nehme ich das nochmal raus, das Blatt hier. Ne, und wenn ich das jetzt irgendwo aufbringe, sieht das doch, ist doch cool. Also ich finde das mega. Sieht richtig gut aus und ich freue mich richtig. Das ist so meins. Und da sind dann eben halt auch die verschiedenen Stiche so drauf. Ne? Also von Zickzack oder hier, wo die Naht da, hier ist die Naht gerissen. Hier hat sich das verknüttelt. Ja, mega, 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 mega. Also richtig toll, der ist mega. So, dann gucken, was machen wir denn noch auf hier. So, jetzt mache ich das noch einmal so hier. Das ist ein Labelbuch. Ne, da sind die auch, ja, also das sind Washi-Tapes, also Washi-Tape-Sticker. Das finde ich immer so schön, weil die Washi-Sticker sich ja so den Untergrund anpassen. Dann hauen wir hier nochmal sowas rauf. Dann habe ich schon mal für mein... Mal gucken, wie rum ist das richtig so. Für mein Journal schon mal so ein Blatt. Genau, und die sieht man dann nicht. Das ist so, die passen sich den Untergrund an. Das finde ich richtig schön. War Washi-Tape-Sticker. So, das ist so ein ganzes Buch. Achso, das sind jetzt doch wieder so eine anderen. Sind die sind auch geschnitten, also dass man die nur so abnehmen muss. Und ich mache ja diese Collagen, ne? Da will ich euch mal zeigen. Das ist die, jetzt muss ich euch mal weiter wegnehmen. Das ist ja eine von unseren Schablonen, die ihr bei uns im Shop kriegt. Und schaut euch mal an, das habe ich gestern gemacht. Das finde ich so klasse. Ne, hier ist dann so ein bisschen noch Gold von dieser tollen Tinte, die ich von der lieben Ellie habe. Ne, das kann ich euch mal auch zeigen. Die Tinte ist ja von Winsor & Newton. Die ist mega. Das ist echt was echt richtig Gutes. Und das habe ich dann da so raufgesprenkelt. Und das ist nämlich gestern beim Foto gar nicht rübergekommen. Ich habe hier dann mit den anderen Schablonen, und zwar mit unserer Schablone Nummer 1, habe ich da die Wellen gemacht. Ich muss mal gucken, ob ihr das doch, jetzt könnt ihr das so sehen. Ne? Das sieht so cool aus. Und mit der anderen Schablone habe ich hier die Wolken gemacht. Und das ist natürlich auch cool, wenn man da jetzt nochmal so einen Sticker, mal gucken, sich hier nochmal so einen Sticker findet, der hier noch zupasst.
möchte ich dann natürlich auch so ein Washi-Tape-Sticker haben. Ja, ich glaube, der da oben passt richtig schön dazu. Den mache ich denn hier oben nochmal hin. Das ist ja mein Collagenbuch, ne? Habe ich den gestern mal so ausprobiert. Mit der Collage habe ich denn besondere Menschen, erkennst du daran, dass sie dich berühren, ohne ihre Hände zu benutzen. Ist total toll, den Spruch. Und ja, mal gucken, ob da noch ein schöner reinpasst. Ja, der ist natürlich auch schön. Ja, hier so mit so einer Nummer. Ach ne, dann will ich so eine Nummer, will ich lieber Washi-Tape-mäßig haben. Ne, denn der auch nicht. So, was sind das jetzt hier noch? Das ist so eine ganze Seite. Ja, das ist so eine ganze Seite, die man benutzen kann. Und das gleiche hier in durchsichtig. Das ist natürlich auch mega. Dann wieder und dann wieder. So, und das ist dann eben halt ganz durchsichtig. Und das ist so mit Washi-Tape, ne? Ja, das ist, finde ich auch toll. Richtig, richtig toll. Ja, das war dieses Buch. Da suche ich mal gucken, hier vorne habe ich hier vielleicht so einen runden, hätte ich gerne da. Ja, das ist aber doch jetzt nicht so einer, der mir da so zupasst. Bis auf der, den da oben finde ich eigentlich ganz schön jetzt. Ja, und das macht so viel Spaß. Das, und das ist so einfach. Ich zeige euch das auch nochmal. Es ist so einfach zu machen und der Effekt ist immer so mega. Ne? Also da schaut ruhig mal in unserem Shop mal vorbei. So, dann machen wir doch mal, ich habe hier Washi-Tape, habe ich auch mitgenommen. So, dann hole ich euch mal wieder ran hier. Und da ist... Das auch ein Auf, das sind auch zwei, das ist auch ein Aufkleber, den kann man also auch benutzen hier, und hier, das kann man auch als Aufkleber benutzen, ne? Also das ist immer was, was in so eine Kiste kommt. Oh wow, wow, wie mega sind die denn? Das ist ja cool. Oh, das muss ich euch zeigen. Die sind so ein richtig so ein bisschen auch beklittert, so in dieser 3D-Form. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich hier mal so ein bisschen den Anfang finde. Hier, glaube ich, ist der Anfang. Ja. Ach so, das ist... Ich dachte schon, ich reiß da was ab. Na, das kann ich ja gleich wieder ran machen. Schaut euch mal diese an. Also ich bin wow. Ich bin wow, kann man sagen. Mal gucken, ob ich die ausschneiden muss oder ob die so abziehbar sind. Das kann man leider hier auch nicht erkennen. Mal so. Ich denke mir mal, ich nehme mal die Blume hier raus. Ich schneide mir mal die Blume raus hier. So, das ist mein Pixie-Tool. So, dann mal gucken. Geht nämlich mit Pixie-Tool gut. Also man muss sich die zurechtschneiden. Und dann kann man sie nehmen und dann mal gucken hier. Weil das wird ja hier mein Blatt, was ich denn nachher noch benutzen will. Wow, sieht das cool aus. Sieht das cool aus. Muss ich mal gucken, dann nehme ich jetzt noch mal irgendwie einen Sticker. Boah, die müssen ja eigentlich für was Besonderes bleiben, ne? Ne, ich mach da keinen mehr drauf. Ich mach da irgendwie auch was Besonderes drauf.
Ich habe jetzt auch mir vorgenommen, meine Sachen, die ich jetzt so habe, auch zu benutzen. Also nicht immer so, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere von euch kennt, so dieses benutze ich mal für gut. Ne, das ist so edel, das benutze ich nur mal für einen besonderen Anlass. Ist Quatsch. Ne, ist Quatsch. Ich bin jetzt darüber gekommen, auch die Sachen einfach zu benutzen. Auch wenn mir das manchmal schwer fällt, da was abzuschneiden. Ihr seht ja, ich habe jetzt nur mich nur getraut, diese kleine Blume abzumachen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Die Schreibmaschine, dann hier die Bücher. Ist das ein tolles Stück? Also die muss ich auf alle Fälle noch mal haben. Oh, das ist ja der Hammer schlechthin, Leute. Also ich bin so begeistert und die sind auch so ein bisschen erhaben. Also ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Ne, die haben so ein bisschen Struktur, haben die. Die sehen so ja 3D-mäßig echt aus. Da kann ich bestimmt auch wieder was für die Puppenstube benutzen. So, dann mal gucken. Wow. Ich bin hier gerade hin und weg. Ja, wie cool ist das denn, das Auto? Oh, ist das mega. Schatzi, die musst du dir mal angucken hier. Ich habe hier gerade eine Stickerrolle aufgemacht. Das ist der wahre Traum. Oh, auch das Telefon hier. Ja, wie gesagt, also die Links dazu, ich muss die nur noch freigeschaltet bekommen, damit ich sie dann auch in die einbauen kann, die Telefonzelle. Ich bin so hin und weg. Ach, das sind viele so Streichelsticker. Nein, ich werde sie benutzen. Nein, ich werde sie benutzen. So, dann geht es wieder von vorne los. Ja, wow, ich muss das mal ins Büro 1 rübergeben. Das ist so der Hammer. Schatze, das musst du mal mit rüber nehmen. Guck dir mal diese Stecke an. Nimm sie ruhig mit rüber und guck sie dir drüben an. Ich mache noch mal eine Stickerrolle auf hier. Aber ich glaube, das war der Oberburner. So, die nächste Stickerrolle sind Katzen. Aber auch wirklich so hübsch gemacht. Und auch hier, die muss man ausschneiden. Die sind also nicht so, dass man sie so abziehen kann. Da schneidet man die so aus. Aber das macht ja auch nichts. So, gucken, dass ihr das dann auch in Ruhe sehen könnt. Vor lauter Begeisterung merke ich gar nicht, dass ich da noch mal ein bisschen stoppen muss, damit ihr auch was sehen könnt hier. Richtig, richtig toll. So, wo fangen wir jetzt wieder an? Ganz, ganz hübsche Katzen. Und auch die sind natürlich mega mit unseren Schablonen, die dann einfach so den Hintergrund mit unserer Schablone machen und dann die Sticker rein, fertig, mega. Mega, mega. Sag mal, komm, sind die gar nicht gleich hier? Doch, jetzt kommen sie wieder gleich. Jetzt fängt das wieder von vorne an. Genau. Auch mega. So, und hier habe ich jetzt solche Sticker. Die kann man so abmachen. Also die sind jetzt... Ach, falsch rum. So rum musst du das. Die kann man so abziehen. Einfach so abziehen und ja, es wird richtig schick hier mein Platt. Wenn man die dann so rauf macht, dann glitzert das auch so ein bisschen. Oh. Ah, ich kriege das nicht scharf geschaltet. Und jetzt, genau, glitzert das auch ein bisschen. Cool, cool. Und da sind eben halt die verschiedenen. Die verschiedenen Blumen so drauf. Dann wiederholt sich das, glaube ich, irgendwann wieder.
Hier ist den, den ich abgemacht habe. Ja, also die wiederholen sich dann wieder. Richtig cool. Ich muss jetzt mal was gucken. Ab so eine, ich habe ja von Action diese ganzen Kisten hier. Kästen. Ich muss mal gucken. Ab. Ne, leider sind die zu hoch. Schade. Das ist natürlich cool gewesen, wenn ich die da rein hätte tun können. Aber gut, dann kommen die hier. Diese andere Verpackung. So. So, die nächste Rolle. Das sind so Briefmarken. Mal gucken, ob die auch oder ob die abgeschnitten werden müssen. Ich glaube, die müssen abgeschnitten werden. Gucken wir mal den ersten abschneiden. Da war das zusammen. Mal gucken, ob wir das abkriegen. Ja. So. Und jetzt mal gucken. Ach, das will er wieder nicht. Ich möchte mein Pixie-Tool hier. Ne? So. Mit Pixie-Tool geht das gut. So. Und da machen wir mal das so auf. Genau. Ist dann auch nicht mehr zu sehen. Wunderbar. Also die müssen auch abgeschnitten werden. Und das sind eben halt alles so eine Briefe und Co. Postkarte hier. So. Wieder hier so Postkarte. Ja, das ist schon, das hat schon was. Mit den alten Briefmarken hier. Die habe ich auch mal gesammelt. Ich habe mal Briefmarken gesammelt. Ist auch schon lange her. Ja, das ist auch toll. So, dann gucken wir mal das nächste. So, mal gucken, mal ein bisschen gerade hinlegen hier. So, dann habe ich hier, so, das ist auch wieder die Verpackung schon mal so schön. Und das sind auch Washi-Tape-Sticker. Da sind zwei Bögen waren da drin. Einmal dieser hier und einmal dieser hier. Und die kann man auch so abziehen, denke ich mal. Ach so, nee, das sind Ruppelbilder. Das sind Ruppelbilder. Die kann man ruppeln. Ja, das ist ja cool. Das finde ich ja cool. Guck gerade, ob ich irgendwas habe, worauf ich gerne was ruppeln würde. Ja, mal gucken. Eigentlich ist doch so eine Klebeflasche cool, oder? So, dann nehme ich mir mal diesen süßen. Waschbär raus. So, wusste ich gar nicht, dass ich auch Ruppelbilder mitgenommen hatte. So. Na. So. Jetzt wollte ich aber diese Kante nicht mit ruppeln hier. Nein. Ist das schon kaputt gegangen? Ja. Es ist ja nicht ganz drauf. Aber geht ja ganz einfach. Nur ein bisschen rüber streichen und schon ist das drauf. Ja, cool.
Richtig cool. Ja, man muss da nur ein bisschen vorsichtig sein. Das geht relativ zackig. Also braucht man überhaupt keine Kraft. Finde ich hier noch irgendwas, worauf ich gerne so ein Rubbelding drauf hätte. Guck mal. Ich habe hier so eine schöne Verpackung. Sorry. So. Und da will ich aber ruhig dieses eine drauf. Und da kommt was Besonderes rein denn. Ich habe hier die falsche Schere. Funktioniert nicht so gut. So. So, jetzt vorsichtig sein. Na? So. Das ist richtig doof. Also. Jetzt klebt das hier drauf. Das ist ja doof. Ja, da muss ich das so nutzen. Ich will jetzt aber noch mal rubbeln hier. Was habe ich denn da falsch gemacht? Nehmen wir hier den Wald hier. Schon zu doll drauf gedrückt. Darf man wahrscheinlich nicht so viel drauf drücken. So. Ja, also hallo. So. Vorsichtig die Trägerfolie weg abmachen. Ja, muss ja schon ganz vorsichtig mit sein. So. Ja, wunderbar. Oh, sieht das cool aus. Sieht das cool aus. Ja, hier habe ich zu doll. Man darf da nicht so doll da drauf drücken. Ne, dann klebt das schon an der Trägerfolie. Wie hier ist das ja jetzt auf der Trägerfolie rauf. Und das geht auch nicht mehr ab. Das ist jetzt da drauf. Ja, das kann ich aber noch für was verwenden. Das kommt ja gleich mal rein hier. So. Hä? Geht die denn auf? Ach, das probiere ich nachher mal. Aber finde ich total hübsch so auf der Dose drauf. Genau, das mal zur Seite. Ja, jetzt sind da nicht mehr alle drauf. Hier habe ich auch schon ein bisschen rausgeschnitten. Ja, aber auch nicht schlecht. Ja, könnten vielleicht ein paar mehr sein. Und einfach von der Qualität weiß ich nicht, ob ich euch das empfehlen soll. Also man muss da wirklich schon ganz doll aufpassen, dass man hier nicht so doll drauf drückt. Weil das denn schon an der Trägerfolie festsaugt. Aber wenn das hier so drauf ist, finde ich das schon echt richtig schick. So, dann habe ich hier noch, und zwar auch wieder Die-Cuts. Und also es sind richtige Die-Cuts, so richtig auch richtig schöne Qualität, nicht so dünn oder so. So, dann mal gucken. Das sind bis jetzt alles so verschiedene. Ja.
Das ist ja so ganz meins. Das ist natürlich auch was, was Schatz so gut gebrauchen kann. Wenn er so. Hier, musst du mal gucken einmal. Breite die gerade hier alle aus. Guck mal, es sind richtige Die-Cuts. Oh, cool. Cool, ne? Ja, die sehen cool aus. Ja. Ja. Ich werde euch auch noch mal, also ich werde noch mal alles ein bisschen genau lesen auch. Und dann werde ich euch auch noch mal sagen, ob ihr da auch anders bezahlen könnt, außer mit Kreditkarte oder PayPal, weil ich weiß, dass einige das von euch gar nicht haben. Vielleicht kann man auch über Klarna bezahlen. Da gucke ich, da werde ich mich noch mal schlau machen. So, und hier sind dann noch die Zahlen. Ja, schaut mal, ist das nicht cool? Mega, ne? Ich finde die mega. Also auch viel verschatzelt, auch viel dabei. Natürlich wieder hier so ein schönes Blatt, was ich natürlich auch noch weiter verwenden werde. So, dann habe ich hier noch solche Sticker. Und die fand ich auch toll. Ja, Sticker ist auch irgendwie, kann auch so eine Sammelleidenschaft sein, ne? So, das ist der gleiche. So. So. Ist das nicht cool? Mega. Und ihr wisst ja, ich mag das unheimlich gerne alles so in Blau. Und die Sticker werde ich auf alle Fälle mit unseren Schablonen kombinieren. Also ich kann mir das auch gut vorstellen in der Kuppel. Ne, dass man das da rein macht und unten noch ein Motiv. Also die sind doch echt cool, ne? Ja, und ich muss euch das unbedingt alles zeigen, deswegen. Ich werde auch ein bisschen Zeit für 16 Stück sind da drin und auch wieder hier, schaut euch das mal an. Und das kann man ja hier mit den 16P, da kann man ja was drüber machen. Ich weiß nicht, wenn man das jetzt so da drüber macht, das passt natürlich nicht. Könnt ihr das auch mit Farbe machen und dann das da so rüber machen. Ne, dann hat man auch ein tolles Motiv hier mit diesem Waldeingang hier, mega. Ich sag euch, richtig, richtig toll. So, ihr Lieben, weiter geht's. Ich hole euch mal wieder ran, ja? So, mal gucken. So. So, jetzt habe ich... Die hatte ich jetzt schon einmal aufgemacht, damit das nicht so dolle knistert. Genau, und das sind ja eigentlich so eine Stanzteile, würde ich mal sagen. Es ist aus dünnem Papier. Was ist da denn noch dran? Ach, da ist noch ein Blatt. Die sind so ein bisschen wie so Laserstanzteile. Ja, so ein paar sind jetzt hier leider ein Knick drin, aber es macht ja nichts. Wenn man die aufsetzt, ist das kein Problem. Aber sieht toll aus, ne? So, dann nehmen wir die mal runter. Ja, ich habe mir jetzt einen Tee hier hingepackt. Ja. Ihr vielleicht auch einen Tee oder einen Kaffee, weil wie gesagt das Video ja ein bisschen länger ist. Aber ich möchte euch das auch alles einfach richtig zeigen. Ja, das sind denn die anderen. So, dann kommt das nächste Paket. Da sind wieder Die habe ich in allen möglichen Variationen mitgenommen. Ups. Ach so, die sind ja selbstklebend. Und hier ist
Das ist gerade so ein bisschen verschoben hier. So. Ich finde die einfach toll. Und das ist natürlich auch schön, wenn man dann die Karten verschickt. Und die dann da drauf macht. Ja, die, eine von diesen Trägerfolien so ein bisschen abgegangen. Ich finde die alle total hübsch. So, jetzt nehmen wir mal die mal zur Seite. Ja, eine klebt jetzt da drauf, da ist leider die Trägerfolie ganz abgegangen. Aber mich stört das jetzt nicht. Für mich sind da jetzt genug drin. Und da mache ich das nämlich so. Und dann habe ich, das benutze ich ja auch. Nur habe ich da eben halt schon ein draufkleben. Das ist für mich auch okay. So. Ja, die kommt gleich alle in die Kiste da rein. Und so meine Aufbewahrung. So, und das gleiche haben wir dann nochmal mit diesen Motiven. Ich habe davon die ganze Serie mitgenommen, weil ich die so toll finde. Nochmal so, so ein Highlight auch auf eine Karte drauf zu machen. So, sieht doch richtig gut aus. So, und da sind ja wirklich jede Menge dran. Ne? Ich muss mal gucken, ob da drauf steht, wie viele das sind. Aber das sind schon ein paar. So, 30 Stück sind da drin. Ja, und hier auch wieder, das ist natürlich wunderbar für mein Journal. Ich bin ja dabei, gerade mit der lieben Ellie zusammen ein Junk Journal zu machen. Wir sind auch schon angefangen. Ach so, jetzt. Und haben schon so einiges. Das ist jetzt auch richtig toll. Also einiges haben wir geschafft. Genau, das ist so eine süße Tüte hier mit dem, noch mit dieser Briefmarke drauf. Und auch hier wieder die Folie natürlich auch nicht wegtun. Kann man nochmal gut gebrauchen. Und die finde ich einfach richtig klasse. Ich muss mal gucken, steht da drauf, wie viel das sind. Wir können das nochmal zählen. Dann wisst ihr auch, wie viel da in diesem Paket drauf sind. Ja, und mit meinem Link, da spart ihr dann noch mal ein bisschen Geld. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, da mal rauf zu gehen und euch den Shop anzugucken. So mega. Ich bin absolut hin und weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Stück sind da drin. Und die finde ich so richtig toll. Ich will noch mal den Briefumschlag hier. Ich habe gestern hatte, dann noch mal gucken, oh, das mit dem Mond da zum Beispiel. Schaut euch das mal an, wie edel das aussieht. So, ein bisschen mal scharf stellen da. Sieht das nicht toll aus? Also davon hole ich mir auch noch andere. Die finde ich richtig, richtig toll. So, das kommt jetzt auch erstmal zur Seite hier. Ich habe dann nämlich jetzt so einen Kasten, ja diesen, den ich euch gestern schon gezeigt habe, den Sortierkasten, da kommt noch so einiges rein. So, und hier zum Beispiel könnt ihr auch, das könnt ihr so als Karte verwenden. Dann könnt ihr hier, wir haben hier diese Folie,
Schaut mal, wie toll das aussieht, wenn ihr die Folie da so hintersetzt. Und dann kommen hier eben halt so Aufkleber rauf. Ne? Also ich habe jetzt gerade nicht so einen passenden, aber da kann man dann einen Aufkleber rauf machen. Und hier kann man dann auch was, zum Beispiel Washi-Tape rüberkleben. Und dann könnt ihr daraus eine coole Karte mit eben halt mit Folie basteln. Deswegen bewahre ich immer diese ganzen Sachen auf. Jetzt wollen wir mal gucken, was da drin war. So, oh, mega, mega cool. Die sind auch wieder so ein bisschen so, dass sie auch wieder... Mal gucken, das ist ein Wasserfall oder wie gehört das? Ne, so rum, genau. Ja. So. Die haben auch wieder diese, dass das so richtig, richtig toll glittert oder glänzt oder ja, so ein bisschen Diamant-Feeling ergibt. So, ja, mega. Ich sehe schon das mit unseren Schablonen zusammen. Cool, sage ich euch. Cool, da machen wir auch mal was zusammen. So, das sind die. Jetzt werde ich wieder neu aufmachen. So, dann weiter geht's. Und dann machen wir mal mit Washi-Tape weiter. Das klebt aber hier. Ach so, okay. Was habe ich da? Ja gut, okay. Das ist cool. Das ist ja cool, weil das ist jetzt so eine Rolle, muss ich hier mal so wegnehmen, wo die schon geschnitten sind. Ne, da braucht man das gar nicht mehr noch extra schneiden. So, dann nehmen wir doch gleich mal hier so ein auf unseren Versuchsstück hier. Das hier. Ja, sieht auch wunderbar ab hier. Wie groß bist du denn hier? So. Und dann machen wir noch. Ja, mein Blatt wird immer schöner, ne? Das kommt dann nachher in das Stirnloch rein. Ja, wie cool sieht das denn aus? Richtig mega. Also das ist cool. Ja, und da sind dann... Das wiederholt sich dann mit Sicherheit auch. Ja, da wiederholt sich das auch. Ja, cool. Ja, und das, ne, mir reicht das auch. Auch was da so drauf ist. Mega. Und ich finde das schön, dass diese schon geschnitten sind. Dass man sich die nicht ausschneiden muss. So. Passt da auch rein. Genau. Ja, da habe ich, das kann ich euch ja mal zeigen. Das ist diese Sortierbox von der Idee mit Herz. Die habe ich von der lieben Ellie bekommen. Und da geht richtig was rein. Und ich finde toll, dass da so das Washi-Tape reingeht. Ich weiß gar nicht, ob man das auch Washi-Tape nennt hier. Weil das ist ja gar nicht Washi. So. Ja, 3 Stunden später. Machen wir erstmal die hier. Und dann pulle ich die andere gleich mal auf. Da braucht ihr mir ja nicht zuzugucken. So. Und die finde ich natürlich auch toll. Richtig schön. Und mal gucken, sind die geschnitten? Ja, die sind auch vorgeschnitten. Allerdings muss man sich dann ein Stück abschneiden.
Das machen wir gleich mal. So. Richtig schöne Weihnachtskugeln. Und natürlich wieder, wie immer bei mir, blau. Ich liebe ja einfach, in blau zu basteln. Obwohl meine Lieblingsfarbe so ein warmer Gelbton ist. Ja. So, dann wollte ich jetzt mal so ein ganz kleines Stück abschneiden. Ja. So, dann mal gucken, ob die auf der Trägerfolie sitzen. Ich hatte doch da gesehen eigentlich. Ja, so, muss man Keksi tun. Die sitzen da drauf, das heißt, ich muss das noch abschneiden hier. So, und dann habe ich so ein paar Kugeln. Kann ich mal gucken. Das nochmal so. So, mal gucken, wo wir das drauf machen. Ist ja jetzt blau. Aber warum nicht? Das mache ich hier oben. In die Ecke drauf. So. Oh, langsam nimmt mein Blatt echt Gestalt an. Und das macht Spaß, ne? Sowas zu gestalten. Also auch diese Collagen so zu machen. Ne? Wie ich euch das gezeigt habe. Mit dieser anderen Collage, die ich gemacht habe. Ja, cool. Und ja, die sind vorgeschnitten. Das ist schön. Kann man natürlich auch mega für Weihnachtskarten. Ne? Dafür sind die natürlich auch richtig gut. So, kommt es auch hier rein. So. So, ich konnte das auch nicht abkriegen, weil da noch eine Folie drauf war. Aber guckt euch mal. Ich will mal gucken, ob ich das so ein bisschen in die Kamera... Die sind so, oh, das Papier glänzt. Das ist so, ja, richtig toll. Also ganz edel. So, und hier fängt das wieder an. Also das sind die Sticker. So, dann mal gucken. Dann nehmen wir auch mal einen ab. Ja, wunderbar. Und die sind so, ja, jetzt könnt ihr das sehen, die 1000 Diamanten da drauf. Richtig cool, wow. Und die, ja, da ist richtig was drauf auf der Rolle. Also die ist schon richtig dick. Mega. So, nun werden wir den auch noch auf unsere Collage machen. Ja. Ja. So, mal hier. So. So. Das mache ich hier nochmal so mit drauf. Richtig toll. Ja, das wirkt, also das funkelt richtig toll. Ja, das in Verbindung mit Stempeln, das ist bestimmt auch mega. So, dann kommen die nächsten. Und da habe ich wieder diese selbstklebenden Sachen. Das ist wieder was für Schatzel. Sind die eigentlich selbstklebend? Oder sind das nur Die-Cuts? Ne, die haben eine Folie drauf. Die sind selbstklebend. Aber richtig schön, schön festes Material. Also, da wird sich Schatzel freuen. Das ist natürlich richtig was Tolles für so ein Steampunk-Album. Ne, das ist ja richtig toll. Ich bin ganz begeistert. Die sehen auch so aus, wie da, wie die abgebildet sind. So alles verschiedene Herzen auch so. Also absolut was für... für
Steampunk. Und dann wieder die ganzen Zahlen hier, auch alles mit Zahnrädern. Und dann einfach noch ein paar Zahnräder da drauf machen. Ein paar echte, wir haben ja so echte Zahnräder, so kleine. Und das ist natürlich auch wieder schön, wenn er natürlich auch nicht weggetan. So, wieder ein kleiner Frosch da. Ja, ich bin ganz begeistert. Cool. So, dann, also ja, wie gesagt, ich habe aus der Serie, glaube ich, alles mitgenommen, weil ich die einfach alle so toll fand. Ja, das ist natürlich auch cool mit diesen Buchstaben. Hier sind auch noch Zahlen. Ich weiß gar nicht, ob alle Buchstaben dabei sind. Hier ist ein A, genau. Und ein J ist auch noch A und J. Ja, cool. Machen wir an. An. Ist auch noch ein O. Anjo, genau. Und ein S brauche ich noch, Anjos. Das ist ja unser zweiter Kanal, Anjos Basteloase. Da könnt ihr ja gute, tolle Sachen sehen, die Ju macht. Anjos. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle, die mich jetzt abonniert haben wieder. Ich wachse wieder richtig, richtig toll. 4560. Mein Wunsch auf 5000 bis Ende des Jahres könnte tatsächlich vielleicht noch klappen. Ja, ihr seid einfach toll. So. Ja, Abo ist ja auch kostenlos, ne? Also wenn du jetzt vielleicht das erste Mal zuschaust hier, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du einfach auf Abo klickst. Ne, das ist ja kostenlos. Und wenn du dann die Glocke noch anklickst, dann zeigt er dir auch die Videos an, die von uns kommen. Bist du immer gleich, wenn ich ein neues Video hochlade, gleich siehst du das gleich. Ja, das wäre toll. Ja, und das ist wieder so eine tolle Karte und ja, mega. Ja, jetzt geht's weiter. Muss ich wieder auspacken. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten. Das ist wieder so schön gemacht. Und ja, schaut euch mal diese Die-Cuts an. Sind die nicht toll? Richtig schön. Also die gefallen mir so richtig toll. Dann kommen hier noch schöne Rahmen. Ich die nochmal wegnehmen. Da haben wir hier nochmal so eins. So. Dann, wie viel sind da drinne? 5 Rahmen. Und dann auch 5 von diesen anderen. Aber die sind doch wirklich toll. Und wenn man die auf so ein Motiv aufmacht, ich nehme mal hier, und dann mach das hier. Und ja, vielleicht dann doch lieber einen rechteckigen Rahmen. Ja, der ist zu klein. Und dann machen wir mal diesen. So. Wenn man das dann so in dem Rahmen drin hat. Man kann auch hier einfach Folie nochmal so hintermachen bei dem Rahmen. Ach, hier sind noch so ein paar Teile. Die kann man noch rausbrechen. Die sind mitgeschnitten, aber haben sich da noch reingehakt. So, und dann kann man auch hinten eine Folie raufsetzen und das dann mit Abstand so rauf machen. Das sieht dann auch immer toll aus. So,
Das kommt einmal zurück hier. Und diese Pappe, wo das drin ist, ist auch richtig schön stabil. Das heißt, man kann das gut aufbewahren, ohne dass das kaputt geht. Ach, richtig toll. Also das ist schon was richtig Edles. So. Von den Koffern habe ich alle mitgenommen, die das gab. Und da freue ich mich jetzt besonders, weil ich die ja alle, also die Verpackung eben halt, ich finde die Verpackung einfach besser als den Inhalt. Das ist so mega. Und dann kann man hier noch so ein bisschen weiterarbeiten. Und wie gesagt, das setze ich dann mit Magneten auf die Karte rauf. Dann kann sich derjenige das abnehmen von der Karte und da dann den Gutschein rausnehmen. So, und da waren dann wieder diese Die-Cuts drin. Ich mag ja gerne Vintage. Ist ja auch nicht so jedermanns Sache, aber für mich ist das so genau das Richtige. Die haben natürlich auch normale Sachen, also nicht nur in Vintage-Richtung. Ja, cool. Das ist ja auch cool. So eine Lupe und dann da auch so eine Folie hintersetzen und das dann so irgendwo so drauf. Ach, cool. Ja, mega, mega, mega. Gefällt mir richtig gut. Hier ist noch einmal so ein Schloss. So. Kommen ja sowieso gleich alle rein. Hier. So, schütte ich die mal auf. Das ist dann der nächste Koffer. Genau das gleiche Prinzip. Das Stück kann man hier noch rausbrechen beim Griff. Ne? Also die Koffer, finde ich, die haben mir das echt angetan. Finde ich so cool. Und hier sind dann auch wieder, ja, das geht auch schon wieder in ein bisschen gruselige Richtung. Vintage hier. Retro Story, das ist natürlich was Tolles für so ein Album, wo man das rauf machen kann. Yes, Word, Vintage, Retro, Later, Now, No. Da sind so einige Wörter bei. Dann mal gucken. So. Ja. Den finde ich gruselig, aber naja. Mal gucken. So. Und der nächste Koffer. Ja, die Koffer sind einfach toll. Ja, und hier hinten kann man ja was raufkleben, ne, wenn derjenige sich das dann abnimmt, dass da nicht diese Beschreibung draufsteht. Aber dass ich die Verpackung besser finde als sie den Inhalt, ist auch mega, ne? Ja, richtig cool. So, und hier sind solche Sachen drin. Sieht tatsächlich so sehr metallisch aus. Also es ist schon richtig toll gemacht. Oh, hier ist so ein Delfin. Oh, der ist ja auch cool. Engelsflügel, Schmetterlinge, Fische. Also wie gesagt, ich denke, dass ich die Bastienpack mit verwenden werde und dann vielleicht da so kleine Zahnräder raufsetzen werde. Ich habe auch eine Zahnradstanze, ne, dass man dann ausstanzt und da so kleine Zahnräder rauf tut. Ich glaube, dass das ganz cool aussieht. So, ja, das waren so die Koffer. So, und jetzt habe ich mal was in fröhlichen Farben. Das ist aber auch richtig toll. Schaut euch das mal an. Richtig toll.
gefällt mir auch sehr. Finde ich auch total schön. Ich freue mich natürlich, wenn ihr in diese Infobox geht und da, wenn ihr da irgendwas haben möchtet, was ich euch jetzt gezeigt habe, wenn ihr da meine Links benutzt, das wäre total klasse, dann habe ich da nämlich auch ein bisschen gut von. Für euch ist es nicht teurer, aber ich habe dann so ein bisschen, ich kriege so ein ganz mini paar Prozente, das ist ein paar Cent, aber ja, läppert sich dann ja auch, ne? Wie war das? Weil den finde ich nicht wert, ist das Thales nicht wert, ne? Genau so ist es. So. Dann habe ich hier wieder Forgotten. Da sind immer nur so ein paar drinnen. Die sind auch so ein bisschen dünner. Aber die sind eben halt auch sehr besonders. Ja, und natürlich brauche ich auch das wieder so. Ne, das ist richtig toll mit einzubauen. Deswegen schmeißt mal die Verpackung nicht weg. So, und hier habe ich zum Beispiel jetzt aus der Verpackung mir auch das Oberteil rausgenommen, weil ich finde das auch total schön, das irgendwo mit einzubauen. Und hier ist zum Beispiel, hier steht ein bisschen mehr drauf, hier steht gar nicht so viel drauf, das kann man so mit einbauen und dann macht man hier so einen richtig schönen kleinen Glitzerstein drauf, das sieht doch cool aus. So, das kommt auf den Haufen und ja, hier wieder die Verpackung ist einfach mega, schaut euch mal diese tolle Verpackung an. Ja, cool, das kann man ja nicht wegschmeißen, um Gottes Willen, nein. So, und da sind jetzt solche und die sind auch wieder so diamantmäßig. Da sind wieder hier so zwei die Sachen drin. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen und dass das nicht nur glitzert. Ich würde mal die Lampe so ein bisschen wegpacken, mal gucken. Oh ne, das ist so noch schlechter, ne? Ja, man kann das, ich glaube, ich kriege das nicht so rüber. Ich werde das gleich noch mal kurz hochnehmen. Aber das ist so Hammer. Und alle sind immer zweimal da drin. Oh, das sieht auch so toll aus mit dem Mond. So rum, sie sitzt hier im Mond. Dann ist hier noch mal so extra so ein Mond. Das ist natürlich mega mit Stempel zu verbinden. So. Und dann hier nochmal die Flügel. So, ja, ich habe euch ja schon ganz weit ran. Ich nehme euch nochmal weiter ran. So, mal sehen, wenn sich das scharf stellt. Will sich das nicht scharf stellen? Manchmal dauert, jetzt kommt das, ja. Scharf. Ja, man kann das leider nicht so sehen, wie toll das eigentlich aussieht. Ja, das ist eben zu nah. Es ist mega, sag ich euch. Einfach mega. So. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder alles wegpacken. So, wieso hat er das jetzt unscharf? Lass mal kurz was hinlegen. Ja, jetzt ist er wieder scharf. Genau. So, dann kommen wir zu den nächsten. Das sind solche, ja, solche Fotostrips. Genau, einmal die. Und die. Genau, und das ist dann noch so. Jetzt muss ich mal einmal die Karte wechseln. Also es wird ein recht langes Video. Bin ja gespannt, wie lange das dauert, um das hochzuladen. So, und hier habe ich auch wieder Washi-Tape-Sticker. Richtig cool, auch die Verpackung. Das kann man so toll auf die Karte kleben. Und hier jetzt auch so als kleiner Tipp. Mal gucken, wo habe ich hier mein
die Folie. Da ist sie. Genau, wenn ihr da jetzt zum Beispiel so Folie hinterklebt, ne, dann habt ihr hier schon eine coole Karte, die ihr dann weitergestalten könnt. Und hier könnt ihr dann wieder was rauf machen, ne, und dass das dann gut aussieht. Hier hinten würde ich mir auch einfach ein Papier raufkleben. Und ja, cool, ne? Und dann habt ihr praktisch so eine schöne Karte. So, ja, das packe ich mal, da kommt ihr erstmal gleich wieder rein. So, und das sind jetzt so Bäume. Achso, die sind auch zweifach drin, ne? Das ist natürlich auch ganz, ganz toll, kann man die mit in Verbindung mit Stempeln machen. So als Hintergrund. Ja, cool, ne? Ich bin echt begeistert. So. Unterschieben. So, dann habe ich jetzt diese auch schon. Ja, ich glaube ja. So. Hier sogar. Ein Pfirsichbaum. So, das sind sie alle. Wie viele Stück sind da drin? Mal sehen, das steht 20, ne? Ja, genau. 10 Designs und 20 Sticker sind da drin. So. So, wegpacken mache ich das gleich. So, die Verpackung kommt da wieder hin. So, und dann habe ich wieder sowas hier. Und das sind richtig schöne Die-Cuts. Die sehen jetzt ein bisschen anders aus als die ersten, die ich euch gezeigt habe. Und die finde ich einfach richtig toll für Männerkarten. Die kann man ganz, ganz toll auf Männerkarten setzen. Das werde ich auch mit euch machen. Also ich werde euch das auch zeigen. Also wir werden auch viel mit diesen Sachen arbeiten und dass ihr dann so die Beispiele seht, was man damit so machen kann. So, und wie man da so bestellen kann und weitere Infos, findet ihr alles in der Infobox. Ne? Da könnt ihr dann einfach mal schauen und da schreibe ich euch das rein. Ach, hier ist sogar noch so ein Band drin. Also ist auch Pappe, aber sieht aus, als wenn da so ein Band dran ist. Cool, ne? Ja, mega, mega, mega. So. Kommen da auch rein. Und dann habe ich wieder dieses Forgotten. Und das sind dann diese Laserstanzteile. Ihr seht, ich habe ja vieles in Vintage und in Steampunk mitgenommen. Aber es gibt das auch alles eben halt für, also normal auch in niedlich und ja. Ah, hier, das kann ich noch rausbrechen. Ja, das zum Beispiel, das Tor und dann dieses hier und dann eine richtig schöne Karte machen. So, ihr Lieben, das war mein Haul von Journal C. Und ich hoffe, ich konnte euch auch begeistern. Schaut in den Shop mal rein. Alle Informationen, noch weitere dazu, findet ihr in meiner Infobox. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Ganz, ganz liebe Grüße. Vor allem bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.